warum zwei Orgeltische? Wir haben auf der einen Seite unser Beckerath Opus 1, 1951, so wie die Kirchengemeinde St. Elisabeth die Orgel beauftragt hatte bei Rudolf von Beckerath, aber nicht bezahlen konnte. Nachkriegszeit, wenig Geld vorhanden, kein Material da, sodass man sich auf eine kleinere Orgel geeinigt hat. Aber wir haben im Zuge dieses Orgelprojekts die alten Zeichnungen gefunden und haben im Prinzip auf der anderen Seite jetzt die alte Orgel, wie die Gemeinde sie ursprünglich mal beauftragt hatte, umgesetzt und haben gesagt, wir wollen aber natürlich in die Zukunft gucken, wir wollen nichts konservieren und deshalb haben wir hier auf der anderen Seite einen sehr modernen, zukunftsweisenden Spieltisch geschaffen. Wir haben hier die ausgebauten und nicht wiederverwendeten Pfeifen des Suppers 16 Fußes. Sie sind aus Kupfer. Das war der eine Grund, weswegen wir sie nicht wiederverwendeten wollen, wegen der Obertonbildung. Und sie haben uns ganz viel Platz in dem alten Gehäuse weggenommen. Und deswegen haben wir beschlossen, sie gegen ein neues Holzregister auszutauschen, was auf einen der neuen Lade hinzugekommen ist. Und dann haben wir die konischen Trompetenbecher, auch aus Kupfer, für die Tiefen 4 der Trompete 8 im Hauptwerk. Und auch diese haben wir in einer Zinnbleilegierung ausgetauscht. Wir haben in dieser Anlage ungefähr 2.500 Ein- und Ausgänge verbaut. Und dementsprechend auch viele Kabel, ungefähr 500 Meter Kabel. Das ist also schon einiges, da muss man den Überblick behalten. Da gibt es also große Pläne, große Listen, welcher Anschluss wofür ist. Also wir hören und sehen jetzt die sogenannte St. Elisabeth Rose. Es ist eigentlich nichts anderes als ein klassischer Zimbelstern, den wir der Gemeinde und dem Patronat dieser Gemeinde angepasst haben in eine Elisabeth Rose, an das Elisabeth und das Rosenwunder von der heiligen Elisabeth von Thüringen.